Herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Woche. Das heißt, Sie haben von dem Kernprogramm fast schon ein Drittel geschafft. So viel kann es also gar nicht werden insgesamt. Wir reden über Silbenphonologie. Ich sage Ihnen jetzt vorher, ich habe, als ich das gestern mir alles nochmal angeschaut habe und so ein bisschen dran korrigiert habe, gedacht, das ist wahrscheinlich die Sitzung, wo am meisten drinsteckt, wo Sie vorher noch nie drüber nachgedacht haben. Sie haben ja in der Schule schon mal über Morphologie oder Syntax nachgedacht, auch wenn das dann nicht Morphologie und Syntax hieß. Und Sie haben auch schon mal über Graphematik nachgedacht, da hieß das dann Rechtschreibung. Ist natürlich was anderes, aber hat schon was miteinander zu tun. Und über Phonologie redet man normalerweise nicht so in der Schule. Das hat ganz viele Gründe, das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber deswegen haben Sie über diese Sachen so in der Form noch nie auch nur ansatzweise nachgedacht. Und deswegen glaube ich heute, da steckt am meisten drin, wo Sie vielleicht erst mal sagen, oder wo Sie das auch schon gesagt haben, als Sie ins Buch reingeschaut haben, oh Gott, was will der denn jetzt? Ganz kurz, was haben wir letzte Woche gemacht? Da haben wir nicht über Silbenphonologie gesprochen, sondern über segmentale Phonologie, also die Verteilung der einzelnen, die Phonologie der einzelnen Segmente. Und da haben wir über Verteilungen zum Beispiel gesprochen. Da sehen wir hier ein Beispiel für eine Verteilung von S und S. Telefone bitte aus, wie in Sohle und Schmiss. Ja, das stimmhafte S kommt nur am selben Anlaut vor und das stimmlose S kommt nur am selben Ende vor. Das ist jetzt erstmal eine Feststellung. Da folgt jetzt erstmal nur draus, dass die so verteilt sind. Dann haben wir über Neutralisierungen gesprochen. Das sehen wir bei sowas wie Weg und der dazugehörigen Genitivform Weges, jetzt nur als Beispiel. Da haben wir hier ein G stimmhaft und im selben Auslaut hier ein K stimmlos. Und Sie sehen, dass wir hier im Genitiv, wenn wir so ein Wort nehmen wie Bockes, da kann durchaus auch ein stimmloser Konsonant stehen, plosiv in dem Fall. Aber hier im selben Auslaut verschwindet einfach der Unterschied zwischen stimmlosen und stimmhaften Obstruenten. Sie haben Weg und Bock. Es ist jetzt völlig unerheblich, ob das dann in anderen Formen Weges mit stimmhaftem G heißt. Hier in dieser Position verschwindet einfach dieser Unterschied. Nichts anderes ist eine Neutralisierung. Dann habe ich geredet über zugrunde liegende Formen und Strukturbedingungen. Das ist hier nur ein Beispiel jetzt, was kommt. Ich habe Ihnen zum Beispiel erklärt, dass man bei so Wörtern wie an, der Präposition an Weihnachten, wenn Sie das so sagen, da haben wir diesen glottalen Plosiv am Anfang, wenn wir das aussprechen. An, der ist da. Den brauchen wir aber nicht in das sogenannte Lexikon zu schreiben, weil wir immer, wenn kein anderer Konsonant dasteht, vor betonten Silben und am Wortanfang, auch wenn die Silbe nicht betont ist, einfach diesen Glottalverschluss, den Plosiv, den fügen wir ein. Das brauchen wir nicht zu jedem Wort, wo der dann am Ende vorkommt, dazu aufzuschreiben. Genauso bei ohne, ja, wird ohne ausgesprochen, nicht ohne. Ohne, hören Sie den Unterschied? Ohne und ohne. Brauchen wir nicht aufzuschreiben, können wir automatisch einfügen. Lexikon, ich sage das jetzt nochmal hier, die Frage kam irgendwie wohl auf. Lexikon ist jetzt hier erstmal ein ganz allgemeiner Begriff. Die irgendwie muss abgespeichert sein, dass die Lautfolge ohne irgendwas bedeutet und irgendeine Funktion hat. Aber sehr wahrscheinlich ist dann nicht der Glottalplosiv damit abgespeichert. Das wäre irgendwie redundant, den mit abzuspeichern. Das ist so der Begriff von Lexikon. Aber das funktioniert eigentlich mit allen Begriffen von Lexikon, die Sie haben können, funktioniert irgendwie in der Phonologie diese Redundanzfreiheit, die wir annehmen. Gespanntheit war dann das andere große Thema. Ich habe Ihnen gesagt, dass es verschiedene Sorten von Vokalen gibt, gespannte und ungespannte. Die gespannten sind die, die im Prinzip lang werden können. Ja, U können Sie lang machen. Und O können Sie nicht lang machen. Und die ungespannten, ja, sind die nicht längbaren. Dann habe ich Ihnen auch gesagt, das Schwa, das ist der einzige Vokal mit einem eigenen Namen. Das kommt aus dem Hebräischen übrigens, da gibt es den auch und da hat er den Namen gekriegt. Und deswegen sagen wir das jetzt in der Linguistik auch so, weil der in ganz vielen Sprachen eine besondere Stellung hat und dann verdient er auch einen eigenen Namen. Was er aber eben nicht kann im Deutschen, ist, Sie können ihn nicht betonen und damit kann er auch auf keinen Fall lang werden. Weil nur betonte Vokale im Deutschen lang sind. Das ist zum Beispiel im Tschechischen anders. Und im Kernwortschatz, im sogenannten Kernwortschatz,
gilt dann, dass wir entweder eine Kopplung haben von Gespanntheit, Betonung und Länge, die treten dann so zusammen auf, oder die Vokale sind ungespannt und dann aber auch kurz, egal ob sie betont sind oder nicht. Ja. Das heißt Ofen und Offen. Ja, sie haben Ofen, ist ein gespanntes O, ist betont, auf der ersten Silbe liegt der Akzent, Ofen und dann ist er auch lang. Und bei offen, das ist auch betont, ist aber ein ungespannter Vokal, deswegen ist er nicht lang. Das heißt nicht offen. Das ist kein Deutsch. Also gibt es vielleicht in irgendwelchen Dialekten, aber im Standard kann man nicht offen. Das kann gar kein deutsches Wort sein. Das gibt es nicht nur zufällig nicht, das kann kein Deutsch sein. Im erweiterten Wortschatz haben wir dann auch keine ungespannten langen Vokale, aber wir haben die Kopplung von, wenn die Gespannten betont sind, sind sie lang. Und da gibt es eben auch die unbetonten Gespannten und die sind dann kurz. So wie in Uran, das U. U ist nicht Uran, sondern Uran. Das heißt also auch Ungespannte, wie ich eben schon gesagt habe, sind immer kurz. Füllt gibt es, aber füllt nicht. Das müsste dann fühlt heißen, dann ist auch der Vokal weiter vorne und weiter oben. Gut, das war die letzte Woche, war gar nicht so viel, oder? Geht doch. Jetzt kommen wir zu den Silben. Was machen wir da konkret? Ich werde Ihnen erstmal sagen, was Silben überhaupt sind, so ungefähr, nämlich Organisationseinheiten für Segmente, das heißt eine Methode oder eine Größe, eine Einheit, eine linguistische Einheit, phonologische Einheit, die dazu führt, dass Segmente auf eine bestimmte Weise angeordnet werden. Die Silbe entspricht ungefähr dem Öffnen und Schließen des Vokaltraktes oder des Mundes. Ja, wenn Sie South Park sehen, da sieht man das sehr deutlich. Nicht jetzt so, wenn Sie so alte japanische Animes ansehen, zum Beispiel Heidi, ne, da geht der Mund auf, der wabert so ein bisschen, kommt der Satz raus und geht der Mund wieder zu. Das ist total unnatürlich, wenn sich das anguckt. Ich kann mir das nicht angucken. Also, so kann man nicht artikulieren. Beim Artikulieren geht der Mund immer schön auf und zu. Bei Heidi nicht. Und dann werde ich Ihnen sagen, dass wir das etwas genauer machen in der Phonologie. Nicht nur geht auf und zu, das ist zwar irgendwie korrekt, aber wir machen das ein bisschen genauer mit dem Konzept der Sonorität. Und da können wir dann anhand der Sonorität irgendwie auch sehr gut ableiten, an welchen Positionen in der Silbe welche Laute überhaupt stehen können. Das fügt sich irgendwie alles zusammen. Ich werde dann über einsilbige und zweisilbige Wörter sprechen und Ihnen das Ihnen wahrscheinlich bisher unbekannte Konzept des Silbengewichts vermitteln. Das ist so ein bisschen wie die Länge, hat auch was mit Vokallänge zu tun, aber ist noch ein bisschen mehr als das. Und dann rede ich über Silbengelenke. Haben Sie vielleicht auch noch nie gehört, aber das ist das, was zum Beispiel zu den Doppelkonsonanzschreibungen führt. Ja, wie in Tasse oder sowas. Warum schreiben wir da eigentlich zwei S? Da sind nicht zwei S, da ist ein S. Warum schreiben wir da zwei? Ja, das ist eine graphematische Lösung für ein phonologisches Phänomen. Ich mache ja auch immer so ein bisschen am Anfang, für die Lehramt machen, sage ich, was ist eigentlich der Bezug zum Lehrberuf? Von der Silbenphonologie jetzt in dem Fall. Das mache ich ganz kurz und einfach diesmal. Die Klatschmethode funktioniert nicht. Ich wiederhole, die Klatschmethode funktioniert nicht für das, was sie wahrscheinlich tun soll. Also sie funktioniert eigentlich gar nicht, aber es reicht nicht, dafür Silbentrennung zu lernen. Und gleich wissen Sie auch in 60 Minuten, warum. Und außerdem, die Hinhörschreibung funktioniert auch nicht. Kommt am Ende dann auch nochmal eine Folie dazu. Und wenn Sie verstehen wollen, warum das so ist, diese zwei großen roten Sätze hier, dann bleiben Sie dabei. Was sind Silben? Wir wissen alle irgendwie, wir können alle Silbentrennung. So mehr oder weniger, nicht? Manchmal muss man irgendwie im Duden nachgucken, heutzutage nicht mehr, dann schiebt man das Wort einfach ans Zeilenende und dann macht die Silbentrennung, macht schon das Richtige. Aber das kommt selten vor. Aber wenn Sie sagen wollen, was eine Silbe ausmacht, dann ist die genaue Definition, eine allgemeine Definition, ist eigentlich relativ schwierig zu geben. Im Prinzip sind es erstmal so rhythmische oder eigentlich metrische Einheiten, das heißt so Einheiten, die den Fluss von Segmenten irgendwie in so eine rhythmische Ordnung bringen. An sich, phonologisch betrachtet, handelt es sich erstmal nur um eine zusätzliche Ebene zwischen den Segmenten, ja, und dann den Wörtern im Grunde. Wobei im Buch werden Sie sehen, es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt das phonologische und das prosodische Wort. Die Details machen wir hier nicht. Aber da ist einfach eine zusätzliche Ebene, für die irgendwie eigene Regularitäten, eigene Gesetzmäßigkeiten gelten.
Im Wesentlichen betrifft das die Abfolge von Segmenten in dieser rhythmischen Struktur. Und das Wichtige ist, Silben sind nicht im Lexikon abgespeichert. Kann nicht sein. Wenn Sie sich das angucken, ja, so ein Wort wie klüger, da haben Sie hier R-Vokalisierung am Ende, weil das R am Ende des Wortes steht und damit auch am Silbenende. Am Ende eines Wortes ist immer auch ein Silbenende, kann ja nicht anders sein. Wenn Sie aber klügere haben, das ist jetzt einfach eine Flexionsform dieses Adjektivs, da haben Sie dann plötzlich das R, dann hören Sie das auch als Konsonanten, klügere. Das heißt ja nicht klüger. Und warum ist das so? Ja, weil das R hier, das zugrunde liegende R, in den Silbenanlaut gerät. Und da gibt es keine R-Vokalisierung. So, das heißt, wir können nicht allgemein die Silbenstruktur, die kann nicht allgemein irgendwie so im Wörterbuch, im Lexikon abgespeichert sein, weil dann könnte sie sich ja nicht ändern, je nachdem, wie das Wort flektiert. Denn wir wollen auch alle Flexionsformen, das machen wir dann auch nächste Woche und übernächste Woche, alle Flexionsformen eines Wortes auf eine Form zurückführen eigentlich. Wir wollen nicht alle Kasusformen oder sowas ins Lexikon schreiben, sondern eine und dann gibt es sozusagen Regularitäten, wie daraus die Kasus gebildet werden. So, also, ist ein Prozess, ist eine Anpassung an Strukturbedingungen. Ein kleiner Hinweis vorab, wenn Sie das Buch gelesen haben, haben Sie sich darüber eh schon gewundert, ist auch ganz einfach, nur weil das der Terminus öfter jetzt wieder vorkommt, liquide, ich rede von liquiden, Flüssiglauten, das ist einfach aus bestimmten Gründen, fasst man darunter im Deutschen, sind das im Grunde das zugrunde liegende R und das zugrunde liegende L zusammen. Das gibt es in vielen Sprachen, macht es sehr viel Sinn, R und L und andere ähnliche Laute als sogenannte liquide zusammenzufassen. Wenn Sie sich also wundern, wenn dieser Begriff vorkommt, das ist einfach nur eine Abkürzung für R oder L. Kommen wir zum wichtigsten Prinzip, was uns sagt, wie Silben aufgebaut sind und damit, welche Segmente wie einander folgen können in einem Wort. Das ist ja was, was wir beschreiben müssen in der Grammatik. Wir müssen irgendwie sagen, wie Wörter aussehen. Gucken Sie sich sowas an wie Tag, Mund, Lob, Knack, Grün, Klang. Das sind alles einsilbige Wörter. Wir benutzen sehr oft diese einsilbigen Wörter in der Silbenphonologie. Naja, weil das sind auf jeden Fall mögliche Silben. Und wenn Sie mehrere Silben haben, dann ist manchmal die Frage, wo ist denn jetzt die Silbengrenze? Und wenn wir einsilbige Wörter erstmal nur nehmen, um die wesentlichen Dinge zu erklären, haben wir diese Probleme nicht, dass manchmal nicht klar ist, wo die Silbengrenze genau ist. So, wenn Sie sich die angucken, dann sehen Sie genau das, nämlich prototypisch den Fall, dass sich die Sprechwerkzeuge öffnen, also T ist Verschluss, dann kommt A, ist Öffnung, dann kommt K, ist wieder Verschluss, Tag. Und dann machen Sie einen Verschluss, dann machen Sie auf und dann machen Sie wieder einen Verschluss. Und das könnten wir jetzt für alle diese Wörter auch entsprechend durchexerzieren. Außerdem geht der Stimmton an und wieder aus, weil Sie haben in der Mitte immer ein Vokal. Da ist der Stimmton an und nicht immer, aber ganz oft ist hier vor und nach dem Vokal ist ja was Stimmloses. Ja, und dann ist der Stimmton aus, dann geht er an und dann geht er wieder aus. Das ist natürlich nicht immer so, wenn Sie sich sowas wie Mund angucken, weil M ist stimmhaft, da ist der Stimmton auch schon am selben Anfang an. Also das ist deswegen nur prototypisch, das heißt im Wesentlichen nur, es ist sehr charakteristisch, dass das so ist. Es ist aber nicht immer so, es ist eine Tendenz, es ist der prototypische Fall. Wir haben ja schon über die unterschiedlichen Öffnungsgrade von diesen verschiedenen Arten, Artikulationsarten gesprochen, plosive, totaler Verschluss, frikative, leichte Öffnung, rauscht und dann geht es weiter auf und dann der Vokal ist ganz geöffnet und so weiter. Das heißt, wir können auch diese verschiedenen Arten von Segmenten einem bestimmten Öffnungsgrad zuordnen. Und wenn wir das tun und nicht Öffnungsgrad sagen, sondern Sonorität, dann kriegen wir sowas hier, plosive, frikative, nasale, liquide Vokale von minimal sonor, also maximal geschlossen, zu maximal sonor, also maximal offen. Das heißt, wenn Sie diese Reihen oder diese Artikulationsarten von unten nach oben durchgehen, dann merken Sie ja, der Mund geht immer weiter auf. Und dann ist es doch nur naheliegend, dass sich diese Klassen von Segmenten in der Silbe in einer bestimmten Weise anordnen. Und dann kriegen wir sowas hier. Ja, plosive, frikative, nasale, liquide Vokale auf so eine Art Notensystem angeordnet,
von niedrigster Sonorität zu höchster. Und wenn wir uns jetzt einzelne einsilbige Wörter angucken, dann sehen wir sowas hier. Kuh, das Wort Kuh. Ne? K, U, langes U, langes gespanntes U. Das fängt an mit einem Plosiv. Da haben wir minimale Sonorität, also maximalen Verschluss. Und dann steigt die Sonorität an zum Vokal, der ist maximal sonor. So, wunderbar. Und das passt genau zu dieser Vorstellung, dass der Mund irgendwie auf und zu geht. Manchmal geht er nicht wieder richtig zu, wie in dem Fall. Aber da kommt ja dann auch noch was danach. Meistens in vielen Fällen noch ein anderes Wort und dann ist der Mund wieder zu. Wenn Sie sich ein Wort angucken wie nie, da gilt im Grunde dasselbe. Auch wenn Sie mit einer höheren Sonorität anfangen, bei n ist der Mund ja schon ziemlich zu. Also ist eigentlich ganz zu und dann ist Ihre Nase offen. Sie sehen schon, das ist so eine ungefähre Vorstellung mit der Öffnung des Mundes. Man müsste eigentlich sagen, Öffnung des Vokaltraktes, also des gesamten Artikulationsapparats. Und dann steigt das aber trotzdem nochmal zum I, weil Vokale sind immer maximal sonor. Wenn Sie jetzt das zusammen sozusagen reinpacken in ein Wort, Knie, dann geht es auch schön, die Sonorität, also der Öffnungsgrad geht schön nach oben. Bei Droh, also ich drohe dir, da haben wir dasselbe, Sie haben ein Plosiv, minimale Sonorität, dann liquide, verdammt hohe Sonorität, aber es geht immer noch höher zum Vokal. Und da geht es dann nicht mehr höher. Da würden wir jetzt erwarten, dass es dann vielleicht wieder runtergeht. Die Wörter sehen wir gleich. Ein Problem kommt jetzt. Was machen wir denn mit so Wörtern wie steh? Ich stehe hier und erzähle Ihnen was. Was machen wir jetzt damit? Da haben wir das Problem, hier kommt ein Sch, also ein Frikativ, und dann fällt die Sonorität irgendwie runter zu der Sonorität von Plosiven und geht dann erst wieder in die Höhe. Der ist jetzt hier eingekreist. Ja, und das hat einen Grund. Hier sind die eingekreist, immer in diesen Diagrammen, die dieser Regel, dass das rauf und wieder runter geht, die Sonorität, die sozusagen scheinbar verletzen. Ich erzähle Ihnen gleich, warum die das eigentlich nicht tun. So, und das können wir auch noch kombinieren mit diesen anderen Typen, wenn wir sowas haben wie Sprüh. Dann haben Sie diesen komischen Abfall vom Sch zum P. Aber dann geht es schön nach oben mit der Sonorität. Wenn Sie so ein Wort haben wie ab, manche hauen schon ab, dann haben Sie den glottalen Plosiv, es ist ein Plosiv, das heißt, Sie haben im Kehlkopf, stellen Sie einen Verschluss her, dann machen Sie den Mund auf und wieder zu und das entspricht genau, weil Sie haben hier wieder ein Plosiv, entspricht genau diesem Verlauf. Genauso in an, da ist der Abfall hier nicht so stark vom A zum N, aber es ist trotzdem einer. So sehen Silben aus, wenn Sie die, und zwar auf der ganzen Welt. Es gibt in manchen Sprachen den Fall, dass Sie statt dieses schönen 5-Linien-Notensystems, da brauchen Sie irgendwie 20 Linien, weil man das noch viel feiner einteilen kann. Also es gibt eine sehr bekannte Berbersprache, da müssen Sie die Plosive untereinander nochmal in Sonorität einteilen. Und das ist auch sehr plausibel dann, weil Sie da irgendwie sehr komische, für uns komische Silben haben. Das ist sehr interessant. Wäre dies ein Phonologie-Aufbaumodul, würde ich Ihnen das jetzt erzählen. Also acht, Sie sehen, das ist immer dieselbe Geschichte. Alm, ein Wort, was man irgendwie nie benutzt, obwohl ich hatte ja schon von Heidi gesprochen. Alm, auch dasselbe. Sie brauchen halt hier, da sehen Sie, vergessen Sie niemals auch bei den Diagrammen den Glottalplosiv. Raps, ja, da haben wir jetzt wieder ein Problem, weil das P haben wir, ist minimal sonor und dann kommt wieder ein Frikativ, das heißt, die Sonorität geht hinten wieder hoch. Jetzt hatten wir vorne das Sch wie ein Sprüh und jetzt haben wir hier in so Wörtern wie Raps das S. Das ist ein bisschen, also ist nicht ärgerlich, aber es bedarf der Erklärung. Jetzt haben wir die Sonorität. Jetzt könnte man sich ganz viele Silben vorstellen, die dieser Kontur, die sich da ergibt, rauf und wieder runter entsprechen, wenn wir mal diese Sch-Uns-Geschichten am Anfang und am Ende erstmal ignorieren, die aber im Deutschen trotzdem nicht vorkommen. Also so Wörter wie Raschk gibt es auf Deutsch nicht. Warum denn nicht? Raschk ist kein Deutsch, das hören Sie sofort, das merken Sie sofort. Also selbst wenn Sie nicht ErstsprecherInnen sind, merken Sie irgendwie, warum, so, also nicht die Frage so sehr warum, sondern was für zusätzliche Beschränkungen, außer dass das irgendwie alles der Sonoritätskontur folgen muss, gibt es denn jetzt noch im Deutschen? Und dann gucken wir uns jetzt wieder ganz viele einsilbige Wörter an. Und dann sehen wir, wir haben immer
ein Vokal in der Mitte. Dann haben wir mindestens einen Konsonanten davor. Zur Not, wenn da kein anderer ist, der Glottalplosiv. Wir haben möglicherweise nicht unbedingt Konsonanten danach. Wenn da keine sind, nennt man das eine offene Silbe. Und wenn da welche sind, also Schnee, das ist eine offene Silbe, da kommt am Ende kein Konsonant mehr. Und sowas wie Block, das ist eine geschlossene Silbe, weil da kommt nach dem Vokal noch das K. Das heißt, wir haben jetzt erstmal, und das ist schon das Maximale eigentlich im Deutschen, so eine Struktur, so eine Baumstruktur, die ist aber total einfach und die sieht auch immer gleich aus. Wir sagen, wir haben den Anfangsrand, der besteht im maximalen Fall aus zwei Konsonanten. Maximal aus zwei, dann kommt immer ein Vokal und der Endrand, das ist das, was nach dem Vokal kommt, besteht auch maximal aus zwei Konsonanten. Hier muss immer einer stehen, mindestens, und hier können null, einer oder keiner oder zwei stehen. Zusätzlich fassen wir Kern- und Endrand noch zum sogenannten Reim zusammen. Da mache ich Ihnen aber auch noch, da reden wir gleich noch drüber und ich zeige Ihnen am Anfang der nächsten Sitzung, was das mit dem literarischen Reim zu tun hat. Hat es nämlich, das ist kein rein linguistischer Begriff. Das ist jetzt erstmal hier so die typische Silbenstruktur, also das ist die maximale Silbenstruktur und die können wir eben in solchen Bäumen darstellen. Jetzt habe ich eben schon gesagt, diese Geschichten müssen wir, die müssen wir noch erklären. Und wir hatten da in diesen Diagrammen die eingekreisten frikativisch uns vor und nach der Silbe. Die stellten scheinbar eine Verletzung der Sonoritätskontur dar. Und die Lösung wird jetzt sein, die ich aber auch gut begründen werde, hoffe ich zumindest, dass die einfach nicht zu der Silbe gehören. Die hängen so davor und danach irgendwie im Nichts oder die baumeln so an der Silbe dran, aber sie gehören nicht wirklich zu dem, was ich Ihnen da gerade gezeigt habe, zu diesem Baum mit Anfangsrand, Kern und Endrand. Wir nennen das dann extrasilbische Konsonanten. Gibt es nicht nur im Deutschen, gibt es in ganz vielen Sprachen. Sie können dann auch mal über andere, wie Englisch oder was auch immer Sie sprechen, Georgisch oder so. Da wird es schwieriger. Da können Sie mal drüber nachdenken, ob Sie da nicht auch solche Situationen haben. Diese extrasilbischen Segmente sind stark eingeschränkt. Da kann nicht irgendwas stehen. Und das ist schon mal wieder auch ein Grund zu sagen, naja gut, diese Annahme ist nicht völlig aus dem Hut gezaubert, weil am Anfangsrand kann da nur Sch stehen, vor dem Anfangsrand als extrasilbisches Segment. Im Endrand nur S und T. Und wenn Sie sich die drei angucken, dann stellen Sie fest, Moment mal, das sind die alveolaren Obstruenten des Deutschen im Prinzip. Und dann schauen Sie sich noch mehr Sprachen an und stellen fest, naja, wenn es sowas gibt, dann sind das immer alveolare Obstruenten. Ist ja komisch, oder? Also warum haben sich jetzt irgendwie die Leute irgendwo in Australien, die irgendeine Sprache sprechen und wir hier, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Wie kommt das, dass wenn es solche extrasilbischen Segmente gibt, dass das immer alveolare Obstruenten sind? Crazy. Und natürlich gilt, wenn jetzt ein Segment extrasilbisch sein muss, weil es die Sonoritätskontur verletzt, wie in dem Wort Herbst. Also Sie sehen, das hier muss schon extrasilbisch sein, weil hier wird die Sonoritätskontur verletzt. Das ist die erste Bedingung, die ich Ihnen jetzt sage für extrasilbische Segmente. Und im Einsilbler, also im einsilbigen Wort, sieht man das, weil da gibt es ja keine anderen Silben davor und danach, wo diese Konsonanten dazugehören können. Da sehen Sie das wunderschön, das hier muss extrasilbisch sein, weil hier der Beginn der Verletzung der Sonoritätskontur ist und dann sind natürlich dieses T und das auch extrasilbisch. Und wenn Sie sich das mal so vorsprechen, Herbsts, das klingt irgendwie auch so, als wäre bei dem P die Silbe eigentlich zu Ende und dann machen Sie halt noch T hinten dran. Komisch, wenn Sie darüber nachdenken. Kennen Sie das, wenn Sie dann über ein Wort nachdenken und plötzlich klingt das total komisch? Geht mir bei Herbsts immer so. Das heißt, sobald Sie hier einmal eine Verletzung der Sonoritätskontur haben, ist der alles, was danach kommt, extrasilbisch. Und da kommen aber auch, ich verspreche Ihnen das, da kommen nur T und S, was anderes kommt da nicht mehr. In deutschen Wörtern, schauen Sie es mal an. Hier ist noch so ein Beispiel, ja, mit dem Sch am Anfang noch davor, strolchst. Da haben wir im Grunde vorne und hinten extrasilbische Konsonanten und das ist auch so ein Wort, strolchst. Die eigentliche Silbe ist Trolch. Die ist schon irgendwie komisch und dann ist davor noch Sch und danach ist noch St.
Verrückt. Das heißt, Sie haben jetzt im Grunde eine Struktur, so wie eben hatten wir hier den maximalen Anfangsrand und den maximalen Endrand mit zwei Konsonanten. Jetzt können davor kann noch einer so rumhängen, also ein Sch, und hier hinten können noch so Sachen wie Z hängen. Jetzt könnten Sie eine Sache anmerken. Sie könnten nämlich sagen, ja, Moment mal, ist das hier wirklich schon eine Verletzung der Sonoritätskontur? Die geht ja gar nicht hoch, die bleibt ja einfach nur gleich, weil ich uns Frikative sind. Wenn Ihnen das aufgefallen ist, haben Sie einerseits gut mitgedacht und außerdem ein Talent, Phonologie zu machen. Denken Sie mal drüber nach. Dazu sage ich natürlich gleich noch was. Jetzt gehen wir mal in die Details, was im Deutschen Anfangs- und Endrand wo steht. Jetzt haben wir im Grunde die wesentlichen Prinzipien haben wir durch. Jetzt kommen noch so ein paar kleinere Beschränkungen. Die sind auch nicht universell oder nicht in der gleichen Form wie die Sonoritätskontur. Was steht wo? Na, fangen wir mit dem, ist jetzt leider ein bisschen klein die Schrift, fangen wir an mit dem simplexen Anfangsrand. Das heißt, der nur aus einem Segment besteht. Und da stellen wir jetzt fest, da kann im Wesentlichen alles stehen. Also Plosive, Po, Bau, Problemzonen, Tau, Dai, Ku, Gang, ja, P, B, T, D, K, G, kann alles im Anfangsrand stehen. F, also Fe, We, Schu, Hau, Sau, Joch, also F, W, Sch, S, S, hier können alle im Anfangsrand stehen. Das sind im Wesentlichen nahezu alle Frikative des Deutschen. S kann da nicht stehen, haben wir schon drüber gesprochen. Da können auch die beiden Nasale stehen, Mond und Nacht. M kann da nicht stehen, das hatten wir schon. Also Nacht geht nicht. Gibt Sprachen, da geht das, im Deutschen nicht. Es können die Liquide stehen, Lied und Re. Wunderbar. Im Wesentlichen alles an Konsonanten, was wir so haben, kann im Anfangsrand stehen, wenn der nur aus einem Segment besteht. Im duplexen Anfangsrand, das ist jetzt einfach nur der aus zwei Segmenten besteht, da ist das jetzt schon ganz anders. Da geht nicht mehr alles und da geht auch nicht alles, was die Sonoritätskontur zulassen würde. Die Kombination qu kann da stehen und die kommt sehr selten vor. Gibt es ganz wenig Wörter und die schreiben wir mit so einem ganz komischen Q, U. Eigentlich sollten wir die K, V schreiben, tun wir nicht. Also das ist so eine ganz komische, also historisch gewachsene Schreibung für Qu, aber immer. Also auch in Quark und allen ganz vielen anderen Wörtern, also so viele gibt es echt nicht, mit Qu am Anfang, wie Quellen oder so, schreiben wir das immer mit Q, U. Oder X geht nicht. Es gibt keine Wörter wie Xal im Deutschen. Wäre einwandfrei, Sonoritätskontur wäre super. Xal. Nach diesem K kann auch ein N stehen, ja, wie ein Knie, aber zum Beispiel kein M. Kmi geht nicht. Ah, und sowas wie Gnu ist total selten. Das ist für mich kein Systemkern. Also finden Sie die paar Wörter, Gnade gibt es noch. Und, ne, ganz wenig Wörter mit Gne am Anfang, aber es geht. So, und jetzt kommen die, jetzt kommt der Kern. Jetzt kommt das Muster, wo es innerhalb der zweisegmentigen Anfangsränder ganz viele gibt. Pracht, Bräu, Trank, Dreh, Krach, Grind, Fracht, Wrack. Das sind die mit einem Plosiv oder einem Frikativ und dann kommt R oder L, also ein Liquid. Davon gibt es, also es gibt generell viel mehr simplexe Anfangsränder als duplexe, aber von diesen hier gibt es die meisten verschiedenen Wörter, die sowas enthalten. Genauso Platz, Blau, Klang, Glas. Also das, jetzt ist er erst vollständig. Es sind R oder L, also beide Liquide. Und dann haben wir sowas wie Floh. Auch wieder Obstruent und Liquid. Das ist das Typische. Wenn der Anfangsrand aus zwei Segmenten besteht, dann ist es hier diese blau eingefärbten Typen. Also die stehen stellvertretend für ganz viele Wörter, die dann so aussehen. Jetzt kann man das Ganze, wie gesagt, noch mit extrasilbischen Konsonanten haben. Span, Stau, Spruch, Streich, Spliss, Schwund. Das heißt, das ist auch irgendwie stark eingeschränkt. Wir haben nicht sowas wie Schkan. Merken Sie das? Schkan geht nicht. Das ist übrigens, wenn Sie phonologisch interessiert sind, der Grund, warum zum Beispiel andere PhonologInnen, wie, wenn ich mich richtig erinnere, Richard Wiese sagen, dass die gar nicht extrasilbisch sind. Ja, wenn Sie das interessiert, nur wenn Sie das interessiert, um Gottes Willen kein Klausurstoff, Richard Wiese, Phonology of German, da müsste das drinstehen. Schm und Schne geht auch, Schmach und Schnee. Aber das sind auch wieder relativ seltene Muster, die kommen nicht so häufig vor. Achso, Schlauch und Schrank habe ich wieder vergessen. Ja.
Also mit Liquiden geht es auch. Schl und schr. So, aber das hier ist, die gehen zwar alle diese Muster, aber das hier ist das, was häufig vorkommt. Und das ist übrigens auch in vielen Sprachen so. Im Endbrand haben wir jetzt erstmal Folgen von zwei Plosiven. Abt oder Akt sind schöne Beispiele dafür. Oder wir haben Frikativ und Plosiv, Haft, Knast, Acht. Ja, Cht, St, Ft. Das geht im Endrand. Also umgekehrt geht das im Anfangsrand nicht. Tfa, Za und Tra würde nicht gehen, wenn man das versuchen würde, so umgekehrt den Anfangsrand zu packen. Wir haben sowas wie Bank, Hanf, Mensch, Ganz. Das ist also eine Folge von einem Nasal und einem Frikativ. Das geht auch, aber das ist echt selten. Das ist echt, ne? Sie wissen ja, die berühmte, Dings, berühmte Tatsache, auf Mensch gibt es keinen Reim. Das ist eine Folge Tatortreiniger, die Sie anschauen können, wo das eine Rolle spielt. Dass es keinen Reim auf das Wort Mensch gibt. Keinen reinen Reim. Lump, Ram, Schwams, das heißt, wir haben Folgen von Nasal und Plosiv, Nasal und Frikativ, Nasal und anderer Frikativ. Okay, das kann man alles auflisten, das ist aber sehr schwer sich zu merken, also das müssen Sie sich auch so nicht merken. Was Sie sich merken sollten, ist, dass das hier wieder das Typische ist, wenn im Endrand zwei Segmente stehen. Korb, Ort, Mark, Alb, Halt, Welk. Und wenn Sie sich die, ich spreche die jetzt mal, als wäre das irgendein Dialekt, ja, Korb, Ort und Mark, ich spreche das R jetzt mal wirklich als Konsonanten aus, dann sehen Sie sehr deutlich, dass das eigentlich dasselbe ist wie im Anfangsrand umgekehrt. Genauso Hort, Dorsch, Lurch, Welt, Falsch, Milch. Liquid plus Obstruent. Und dann haben wir sowas wie Darmkern, Qualm, Köln, das ist dann schon wieder seltener. Warum habe ich denn hier Köln genommen als Beispiel? Ich bin ja in Düsseldorf geboren. Das muss ich noch ändern. So, das geht, Liquid und Nasal, es entspricht alles der Sonoritätskontur. Ne? Aber Sie sehen, hier geht ein bisschen mehr als im Anfangsrand irgendwie. Was wir aber festhalten können, ist der prototypische, also der häufig vorkommt, komplexe Anfangsrand, also der aus zwei Segmenten besteht, besteht aus einem Obstruenten gefolgt von einem Liquid und umgekehrt der prototypische komplexe Endrand besteht aus einem Liquid gefolgt von einem Obstruenten. Daraus folgt, der prototypische komplexe Anfangs- und Endrand, die sind spiegelbildlich aufgebaut. Und auch das ist nicht nur exklusiv im Deutschen so, das haben sie in ganz vielen Sprachen. Das heißt, da scheint irgendwas in unserem Gehirn zu sein, so eine irgendeine kognitive Prädisposition, dass wir Silben mögen, wenn die so aussehen. Jetzt ganz ganz salopp gesprochen, ganz unwissenschaftlich gesprochen. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Also, weil, wie gesagt, es kann nicht sein, dass sich die SprecherInnen irgendwie so rund um den Erdball abgesprochen haben oder dass das alles ist, weil das aus einer Ursprache kommt. Das ist alles irgendwie nicht plausibel, das sind alles nicht plausible Annahmen. Das muss irgendwie mit dem Gehirn zusammenhängen. Das war jetzt schon alles, was wir zur Abfolge von Segmenten und der Struktur der Silbe im Wesentlichen zu sagen haben. Also alles im Wesentlichen. Wir reden jetzt noch von was anderem. Und zwar vom sogenannten Silbengewicht. Warum? Ich sage Ihnen jetzt vorher, warum wir das tun. Dann ist es, glaube ich, einfacher. Wir erfassen nämlich zwei wesentliche Beobachtungen, die ich Ihnen gleich auch illustriere. Dafür brauchen wir jetzt hier in diesem Kontext das Silbengewicht. Es gibt nämlich Einschränkungen, das ist die erste wesentliche Beobachtung, es gibt Einschränkungen der Besetzungsmöglichkeiten des Endrands, also was da stehen kann, vor allem wie viel da stehen kann, abhängig von der Länge des Vokals. Da habe ich Ihnen, sowas haben wir bis jetzt nicht besprochen. Ich habe nur gesagt, wie der Anfangs- und Endrand aussehen kann und da muss die Sonorität eingehalten werden, außer wir haben so Sch und Z am Ende, also am Anfang und am Ende, das habe ich Ihnen gesagt. Aber dass jetzt abhängig von der Länge des Vokals es noch Einschränkungen gibt, was im Endrand stehen darf, da haben wir noch nicht von geredet, das ist jetzt neu. Und dafür brauchen wir gleich das Silbengewicht. Außerdem gibt es die Beobachtung, dass offene Silben mit kurzem Vokal quasi eigentlich nur, fast nur mit Schwa existieren. Also, es gibt so Silben wie T in Tüte. T, das ist eine Silbe, ne, die ist offen, da ist kein Konsonant hinten. Aus Ihrer Sicht hier hinten, kein Konsonant. Und die enthält ein Schwa.
Schwa ist ja ziemlich kurz, ist nicht längbar, ist nicht betonbar und nicht längbar. Wenn Sie jetzt da aber irgendwie sowas einsetzen, so einen einfachen ungespannten Vokal, also einen ungespannten Vollvokal, Tütor, ne? Das geht irgendwie nicht. Das ist auch wieder kein Deutsch. Tütor. Also vielleicht in irgendwelchen Dialekten, könnte sogar sein, dass ich aus einem Dialekt komme, wo man das könnte, aber nicht im Standard und wahrscheinlich auch nicht in Ihrem Dialekt, bei den meisten zumindest. Das sind die beiden Beobachtungen, die wir jetzt mit Hilfe der Größe des Silbengewichtes, dieser Recheneinheit, nenne ich das jetzt mal ketzerisch, erfassen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir es hier mit einer Beschränkung zu tun haben, die für den Reim gilt. Der Reim ist ja nichts anderes als, nochmal zusammengefasst, der Kern und der Endrand. Das habe ich Ihnen eben einfach so bei diesem Baumdiagramm gesagt, das machen wir so. Hier ist jetzt auch unter anderem der Grund, warum wir das so machen. Weil es für diesen Reim extra Gesetzmäßigkeiten gibt. Und wenn es irgendwo eine Gesetzmäßigkeit gibt für irgendwas, wo wir beobachten, die beiden Dinge verhalten sich irgendwie zusammen in bestimmten Kontexten, in dem Sinne, dass wir eine bestimmte Gesetzmäßigkeit nur aufstellen können, wenn wir von den beiden als Einheit reden, dann nehmen wir da auch eine Einheit für an, in dem Fall den Reim. Gut, gucken wir uns mal mögliche Silben des Deutschen an bezüglich des sogenannten Gewichtes. So, und das Gewicht ist jetzt ganz einfach. Ich gebe Ihnen vorher die Definition, das mache ich nicht gerne, ne? Aber das Gewicht, oder wie, ich sage Ihnen einfach, wie man das Gewicht einer Silbe ausrechnet. Sie gucken, ob der Vokal lang oder kurz ist. Kurze Vokale zählen eine Länge, eine Gewichtseinheit, lange zählen zwei Gewichtseinheiten, sogenannte Mohren. Wir schreiben dann ein oder zwei Vs. Für im Grunde einen kurzen und langen Vokal sind das die sozusagen Verrechnungseinheiten. Und jeder Konsonant im Endrand zählt auch eine von diesen Gewichtseinheiten eigentlich, nicht Länge. Weil Konsonanten haben keine Länge. Deswegen kann man eigentlich nicht von Länge sprechen, sondern Gewicht. Das heißt, wenn wir so eine Silbe haben, die nur ein Schwa enthält, so wie in Truhe oder Ehe oder Tüte. Ja. Ehe, Truhe, Tüte steht jetzt nicht da, hatte ich aber eben als Beispiel. Da ist ja nur ein Vokal, ein kurzer Vokal, nur dieses Schwa. Das heißt, das zählt eine sogenannte More. Damit ist die Silbe einmorig. Wenn wir sowas haben wie ab oder knapp, und es ist völlig egal, was im Anfangsrand steht. Das ist jetzt der Punkt. Dann haben wir den Vokal A und dann einen Konsonanten. Auch hier A und einen Konsonanten. Das heißt, eine Recheneinheit für V, eine für C. Ja. In Blau oder Schnee haben wir zwei, also haben wir einen langen Vokal, nicht zwei Vokale, aber einen Vokal, der lang ist. Wir zählen ja den Diphthong als ein Segment. Das heißt, VV für einen langen Vokal, danach kommt nichts, die Silben sind zweimorig. Was Sie aber sehen, ist zum Beispiel so eine Silbe wie Schnä oder Schnorr oder Schnu gibt es nicht. Ja, Schneck, Schnock, Schnuck können wir uns vorstellen. Das können deutsche Wörter sein wie in die Schneck kriecht über den Boden oder in Schmuck haben sie auch so eine Silbe. Aber da muss dann noch ein Konsonant kommen. Einfach nur so ein Vokal geht nicht. Genauso wie wir das hier haben in ab. Wenn wir jetzt sowas haben wie bald, ist, nackt, haben wir eine Recheneinheit für den kurzen Vokal und dann lt oder st oder kt. Zwei Recheneinheiten für die jeweils, also für jeweils den einen Konsonanten. Dreimorig, genauso wenn wir einen langen Vokal haben, sog und dann nur einen Konsonanten. Das O zählt zwei, das K zählt ein, laub, das Au zählt zwei, das P zählt ein und so weiter. Ja, was soll das jetzt? Sie sehen schon an diesen roten Wörtern, was das soll. Die gehen nämlich alle nicht. Also, Balk geht nicht. Kann kein deutsches Wort sein. Balk. Genauso Imsch geht nicht. Bank geht auch nicht. Da haben sie für den Vokal zwei Mohren und dann haben sie eine für das N und eine für das K. Das wären vier Mohren. Das geht einfach nicht. Genauso Qualm geht, aber Qualm nicht. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Abhängig davon, wie lang der Vokal im Kern ist, sind die Möglichkeiten im Endrand beschränkt. Wenn der Vokal nämlich lang ist, kann da maximal ein Konsonant stehen. Die Extrasilbischen zählen nicht. Und wenn der Vokal
kurz ist, können da zwei Konsonanten stehen. Das ist das, was Sie sich eigentlich merken müssen. Ja, wenn der Vokal kurz ist, können da zwei stehen. Wenn er lang ist, kann da nur einer stehen. Und wenn der Vokal kurz ist, muss mindestens ein Konsonant stehen, außer es handelt sich bei dem Vokal um Schwa. Dass man das in Mohren verrechnet, das hilft jetzt denen, die so in solchen Strukturen gerne denken. Und das hilft auch denen, die sich mal irgendwie auf die Phonologie noch ein bisschen genauer konzentrieren wollen. Aber die Generalisierung ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Dafür ist nur der Reim relevant. Was im Anfangsrand steht, ist völlig irrelevant. Ja, also Sie können so ein Wort wie Qualm geht nicht. Es geht aber auch so ein Wort wie Stahlm nicht oder Ahlm. Das geht alles nicht. Es ist völlig egal, ob da nichts, also beziehungsweise der Glottalplosiv im Anfangsrand steht, ups, oder ein Konsonant oder noch zwei oder noch ein extrasilbisches Sch davor, das ist alles egal. Strahlm geht nicht, genauso wie Ahlm. Und dann kommt jetzt das, was ich eben gesagt habe. Überleichte, einmoorige Silben gehen nur mit Schwa. Und dann gibt es noch eine kleine Ausnahme dazu, die ich Ihnen auch gleich, und das steht nicht in der dritten Auflage, das wird in der vierten drinstehen. Ich sage Ihnen das jetzt, nicht so sehr, um den Klausurstoff künstlich zu erhöhen, sondern um Probleme bei Lösungen von solchen Aufgaben zu vermeiden. Und sogenannte Überschwere, also Viermoorigkeit oder mehr, geht nicht. Das sind dann solche Wörter hier, ne, wie Qualm und Balk und Bank. Die gehen nicht. Bunk geht auch nicht, Bunk geht nicht. Das hat mit der Art des Vokals nichts zu tun. Das heißt, wir kriegen jetzt eine zweite Art von Extra oder eine zweite Motivation für Extrasilbizität im Endrand. Die erste war, wenn die Sonoritätskontur verletzt ist. Ja, Herbst geht die Sonorität hoch und dann ist egal, was dann noch passiert, ab da ist extrasilbisch. Wir kriegen jetzt Extrasilbizität durch drohende Überschwere. tritt nicht ein in so Wörtern wie acht. Sie sehen, kurzer Vokal zählt eine More, zählt eine, zählt eine, keine Extrasilbizität. Genauso in lässt. Ä ist kurz und ungespannt. S, t, eins, zwei, drei. Nackt. A, eins, k, zwei, t, drei. Weil A kurz ist. Nagt. Komisch, ne? Ich sage Ihnen das schon mal. Nagt geht, aber nicht in Wörtern, die morphologisch einfach sind. So, Krachs, Acht sind alles Fälle, wo wir jeweils schön drei Mohren haben, kurzen Vokal, zwei Konsonanten. Wenn Sie aber sowas haben wie lest, lest bis nächste Woche das und das, dann haben Sie hier einen langen Vokal und dann kommt ein S. Und dann kann das T nicht mehr zur Silbe gehören. Weil dann hätte diese Silbe vier Mohren. Eins, zwei für den Vokal, drei, vier. Geht nicht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, Moment mal. Vielleicht sind das eben genau die viermohrigen Silben, die gehen. Das Wort lest gibt es ja. Naja, komischerweise handelt es sich hier wieder nur um T und S. Wenn wir das so rechnen, passiert es wieder nur mit T und S. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass die Grundannahme eigentlich plausibel ist, weil wir wieder über weil die extrasilbischen, egal ob das durch Verletzung der Sonoritätskontur zustande kommt oder durch drohende Überschwere, sind dieselben Segmente. Außerdem kommen diese Fälle im Grunde, historisch zumindest, alle durch Flexion zustande, also dadurch, dass wir in der Flexion dann hinten noch was dranhängen, ein S oder ein T. Das müssen Sie sich jetzt nicht merken, vielleicht sage ich da nochmal am Ende was dazu, aber das ist noch eine zusätzliche Motivation, warum das eigentlich gar nicht so eine blöde Annahme ist. Aber genau dasselbe haben wir bei ruft, das U ist lang, ruft, zählt also zwei Mohren und dann zählt das noch eine, dann sind wir schon bei drei, das heißt, das T muss extrasilbisch sein. Und sehen Sie das? Das sind hier alles Flexionsformen von Verben. Muss nicht. Hier haben wir die Flexionsformen Genitiv von einem Substantiv, Hut, des Huts. Hu, U ist lang, 2, T, 3, S muss extrasilbisch sein. Aha, ist aber auch wieder eine Flexionsendung. Das ist nicht immer so, aber es ist verdammt häufig so. Genauso in legt, laufs, naja, und hier ist es eben irgendwie ein bisschen anders. Furcht, da ist es keine Flexions, kein, dieses T ist halt nicht irgendwie ein Kasus oder sowas. Aber Uhr ist lang,
zählt die dritte More, dann würde T die als vierte More zählen und das geht nicht. Fälschst, das ist also wieder dasselbe. Sie können das ruhig mal, können das alles mal in Ruhe durchgehen, sollten Sie vielleicht auch machen. Die Extrasilbizität zeigen wir hier immer durch das Plus an in der Notation. Die normale Silbengrenze ja mit dem Punkt zwischen den Silben. Und das können wir hier nicht machen, weil da fängt ja keine neue Silbe an. Das ist gerade die Idee. Und da machen wir das Pluszeichen. So. Und jetzt zeige ich Ihnen erstmal was. Das ist eine Argumentation, die ich Ihnen hier gerade präsentiere. Ich erzähle Ihnen nicht einfach nur von Anfang an, wie es richtig ist, sondern ich sage Ihnen auch gleichzeitig, wie man dazu kommt, dass man das so annimmt. Ja, man versucht erstmal die Sachen zu ordnen und dann sieht man, ah Moment, da sind jetzt aber noch irgendwelche Silben übrig, scheinbare Silben oder Silben, die scheinbar dem zuwiderlaufen, was ich eben gerade gesagt habe. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt sozusagen überleichte Silben nur mit Schwa. Das heißt, es gibt nicht so Silben wie tü, to, te. Und jetzt gibt es die plötzlich doch. Was ist denn mit butter? Was ist mit ma in matsche? Oder mit kli in klinge? Klinge. Bu und ta, ma und tsche und so weiter. Sind das doch einmoorige, überleichte Silben, also mit Vollvokal? Also Vollvokal ist einfach nicht schwa. Ö, A, U. Naja, jetzt gucken wir uns mal an. Und so macht man das eben in der Phonologie und eigentlich in der Linguistik generell. Das ist so auch von der Methodologie her jetzt ein Punkt. Wir gucken uns mal an, wo tritt das denn überhaupt auf? Welche Silben sind das denn? Was haben die denn sonst noch für Eigenschaften? Das sind scheinbare offene Silben. Also sonst wären sie ja auch, also geschlossene Silben können nie überleicht sein, weil da ist ja dann ein Konsonant, mindestens ein Vokal sowieso und dann haben wir schon mindestens zwei Mohren. Gut, okay. Also es sind scheinbare offene Silben, die immer in der betonten Silbe eines Trocheus stehen. Der Trocheus ist ein Fuß, der aus einer betonten und einer unbetonten Silbe besteht. Das kennen Sie aus der Lyrikanalyse auch. Haben wir aber auch in der Linguistik, sprechen wir auch vom Trocheus. Nur da haben wir überhaupt solche Kandidaten hier. Und das tritt nur im Wort Inneren auf, vor simplexen Anfangsrändern. So, und damit haben wir das schon mal erheblich eingeschränkt, wo die auftreten. Außerdem wird Ihnen aufgefallen sein, dass man die meisten von diesen Wörtern mit Doppelkonsonant schreibt. Der sogenannten Silbengelenkschreibung. Silbengelenke sind jetzt einfach eine Lösung, eine theoretische Annahme, um zu erklären, warum die in diese scheinbaren offenen Silben, offenen, überleichten Silben, wo andere Vokale als schwa vorkommen, wo die auftreten. Nämlich, diese Silben sind gar nicht überleicht, sondern der Konsonant, der da steht, dieser eine Konsonant, wird gleichzeitig, der an dieser Silbengrenze steht, als Endrand der ersten und als Anfangsrand der zweiten Silbe verwendet, salopp gesprochen. Ein sogenannter ambisyllabischer Konsonant, einer, der in zwei Silben steht. Sowas gibt es auch in anderen Sprachen. Das ist in der Phonologie immer, das ist das am einfachsten. Man sieht immer, okay, das ist zwar nicht in allen Sprachen so, aber das gibt es in vielen Sprachen. Und dann ist das schon mal wieder alles gar nicht so unplausibel, wie das manchmal auf den ersten Blick wirkt. Das heißt, wir kriegen solche Strukturen wie für Mitte. Sie haben die erste Silbe, die ist im Grunde mit. Das T steht im Endrand. Da ist aber nur ein T. Ne? Das ist nicht mit T. Da sind nicht zwei T's. Transkribieren Sie da um Gottes Willen nicht zwei T's, sondern dieses eine T wird für den Anfangsrand der zweiten Silbe mitverwendet. So. Deswegen ist es so absolut desaströs, bei der Klatschmethode mit T zu machen, weil das suggeriert, da wären zwei T's. Dazu müssen Sie im Grunde schon wissen, wie es geschrieben wird und wie es getrennt wird, damit Sie überhaupt mit T sagen können. Ja, so wenn Sie nur Mitte sagen können, dann ist es absolut unnatürlich, zweimal zu klatschen. Gleich sage ich Ihnen, warum. Gut, das ist das Silbengelenk. Und da tritt diese komische Doppelkonsonantschreibung auf. Nicht immer, aber ich sage Ihnen in der Graphematik am Ende des Semesters, in welchen Fällen da die Doppelkonsonantschreibung auftritt und warum in anderen Fällen nicht. Das ist aber eigentlich ganz transparent. Und dann wissen Sie, warum niemand
eigentlich, der das System gelernt hat, Arzt mit TZT schreiben würde. So, Mitte sieht dann im Diagramm, in diesem Sonoritätsdiagramm so aus, wir machen hier so eine Raute um das T und das zeigt das Silbengelenk an. Das heißt aber auch, die Kontur setzt eigentlich gar nicht ab. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die erwähne ich nur. Das ist nicht so wichtig, nur wenn Sie selber sich mal fragen, was ist denn mit dem Ö in bläulichere? Oder was ist mit dem Ö in 90er? Oder was ist mit dem Ö in unterschiedliche? Jeweils hier das rote. Ja, das ist die einzige, das sind Beispiele dafür, dass es in ganz bestimmten Kontexten Silben gibt, die nicht schwa enthalten und die trotzdem überleicht sind und da ist kein Silbengelenk. Kann kein Silbengelenk sein, weil diese Silben hier jeweils mit diesem fraglichen Vokal nicht betont sind. Es sind keine Trochäen. Ganz ruhig, wir haben es gleich. Ich merke, Sie werden nervös. Das steht nicht in der dritten Auflage, weil das wurde für unerheblich erachtet und dann gab es aber in den Seminaren die Nachfrage, was ist denn hier? Und das ist eigentlich eine super Situation, wenn das im Seminar dann Leute merken, also TeilnehmerInnen merken, dass irgendwas im Buch da fehlt. Da ist was nicht beschrieben, was eigentlich beschrieben sein sollte. Ja, das heißt, es gibt eine kleine Korrektur. Es gibt einmoorige Silben mit nicht schwa und ohne Silbengelenk. In abgeleiteten, mehrsilbigen Wörtern können nur in unbetonten Silben überleichte... What? Ach so, können... Das ist blöd. Die Korrektur zur Korrektur kommt dann. Können nur im Fall von unbetonten Silben, Silben mit anderen Vokalen als schwa auftreten, die überleicht sind. Dabei wird ihr kein Silbengelenk gebildet und es handelt sich im Wesentlichen um Ö in abgeleiteten Adjektiven. Also ist kein großes Problem. Und das kann man eigentlich auch super erklären, wie es dazu kam. Das ist eigentlich ist es eher eine Freude als ein Problem. Ja, ich sage immer, das war es schon fast. Wenn Sie sich jetzt konkret angucken, wie Sie die Silbengrenze in Wörtern, die aus mehr als einer Silbe bestehen, ziehen, wir haben ja uns fast nur den Einsilbler angeguckt, außer dann beim Silbengelenk, gibt es noch so zwei, drei Fälle, wo das manchmal schwierig ist. Die zeige ich Ihnen hier nochmal. Freches, ist das jetzt mit Silbengelenk? Freches oder ist das Freches oder frech ist? Das geht eigentlich irgendwie alles. Warum ist das jetzt Silbengelenk? Oder, das sind schönere Beispiele, komplett. Warum ist es komplett und nicht komplett? Nach allem, was ich Ihnen bisher erzählt habe, müsste beides irgendwie gehen. Warum ist es komplett und nicht komplett? Also das hier ist die falsche, die nicht korrekte Silbifizierung. Warum ist es betreff und nicht betreff? Müsste auch gehen. Warum nicht? Und wie gesagt, alles, was Sonorität, Überschwere oder Überleichtigkeit, Silbengelenk, das löst diese Fragen hier alle nicht, warum in den Fällen die Silbengrenze genau da liegt, wo sie liegt. Das ist aber ganz einfach. In so einem Zweifelsfall stecken Sie einfach so viel in den Anfangsrand der zweiten Silbe, wie Sie können, außer Sie kriegen dadurch Silben, die aus anderen Gründen dann nicht mehr wohlgeformt sind. Also Sie könnten ja auch sagen, na gut, dann mache ich doch bei komplett, mache ich so viel in den Anfangsrand der zweiten Silbe wie geht und die zweite Silbe ist ein Plätt. Und da sehen Sie sofort, dann haben Sie Sonorität verletzt, kann nicht extrasilbisch sein, klingt außerdem blöd, ein Plätt. Und dann ist das auch gelöst, das Problem. Das heißt, in solchen Zweifelsfällen ist es immer ganz einfach, so viel in den Anfangsrand der zweiten Silbe wie möglich. Deswegen heißt es auch Iglu und nicht Iglu. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Warum klappt jetzt nach dem allem, was ich gesagt habe, warum klappt das nicht mit der Hinhörschreibung? Das wollen Sie doch wissen. Ich weiß, ich hatte die Frage letzte Woche. Ich wiederhole noch mal nur ein paar Argumente oder ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele, wo die nicht funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel. Hör nur richtig hin, wie man es spricht, dann weißt du, wie man es schreibt. Vorausgesetzt, man sagt ehe und wehe. Sagt aber keiner. Dann können Sie dazu auch klatschen. Ehe. Vielleicht wird in der Grundschule immer das Beispielwort genommen. Das ist der Grund, warum so viele Ehen geschieden werden. Ich weiß nicht, ominös. So. Hör nur richtig hin. Rad, Wand, Bund und schreibe es entsprechend mit T.
Weil wenn du richtig hingehört hast, hörst du da stimmloses T. Ja, außer natürlich, hör nur richtig hin, Rade, Wand, Bund. Genauso wie, wenn du richtig hinhörst, naja, nee, wenn du es richtig schreiben willst, musst du es aber auch Bring und Gong aussprechen. Geht auch nicht. Und natürlich wird in vielen Schwäbisch, habe ich einen Kollegen mir erzählt, in schwäbisch dominierten Kitas wird inzwischen König, wenig und wichtig gelehrt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber wenn Sie Standard sprechen wollen, heißt es eben König, wenig und wichtig. Und wenn Sie das so schreiben, wie Sie sprechen, dann aber auch mit CH. Stein, Spalte, gut, wenn Sie aus dem Norden kommen, aus dem ganz hohen Norden, Stein und Spalte, dann klappt das. Sonst müssen Sie irgendwie wissen, dass hier das extrasilbische Sch irgendwie besonders kodiert wird, nämlich einfach nur mit dem S. Außerdem Kriecher. Wenn Sie hier richtig klatschen wollen, bitte machen Sie nur, probieren Sie es aus. Gerne, gerne, gerne. Ja, zweimal auf jeden Fall. Ich höre schon, zweimal ist richtig. Naja, Kriecher. Woher soll ein Kind wissen, dass Sie Kriecher geklatscht haben wollen und nicht Kriecher? Ja, höre richtig hin und beachte die Anfangsrandmaximierung. Rötlich. Tlich ist ein bisschen eine komische Silbe. Naja, aber weiß das Kind das? Nörgler oder Nörgler? Und eins meiner Lieblingswörter, abspalten oder abspalten. Natürlich können Sie da dreimal klatschen, aber da wissen Sie noch nicht, wo die Silbengrenzen von sind. Sie wissen vielleicht, dass das Wort drei Silben hat. Machen Sie erstmal. Also wenn Sie bei diesen Wörtern hier mehr als, sagen wir mal so, fünfmal klatschen, gehen Sie nochmal einen Schritt zurück. Gut. Bisschen ernsthaft bitte wieder. Viel krimineller, und das passiert wirklich, viel krimineller ist, Sie kriegen tatsächlich das Klatschverhalten für Ratte mit einem Klatsch. Ne? Weil das Kind gegebenenfalls die Drucksilbe nach Sievers, also nicht kennt im Sinne von, ja, das ist die Drucksilbe, sondern das so im System halt drin hat, nicht? Und dann macht es viel mehr Sinn, einmal zu klatschen als zweimal. Außer Sie sagen Radtee. So, jetzt kommen wir wieder ganz kurz zur Ruhe. Ganz kurz zur Ruhe und klatschen Sie ruhig, verlangen Sie im Seminar, im Basisseminar dann, dass geklatscht wird. Matsche, da könnten wir jetzt über alle diese Fälle noch reden. Und Küche, da haben Sie halt ein Silbengelenk, ne? Küche, was machen Sie da? Küche, was denn jetzt? Und bringe und so weiter. Wir könnten über diese Wörter alle im Einzelnen reden, aber Sie sehen schon, es funktioniert eigentlich nicht. Weder klatschen noch hinhören funktioniert. Und wie geht es richtig? Das ist das, worauf Sie gewartet haben. Ich sage Ihnen das dann nächste Woche. Nein. Ich sage Ihnen das dann nächste Woche. Ich gehe dann nochmal drauf ein. Ich wollte das eigentlich anders als letztes Jahr, wollte ich das jetzt schon machen. Aber eigentlich ist es besser, wenn Sie, falls Sie Zeit haben, überlegen Sie mal, was muss man denn eigentlich erklären und vermitteln, um das irgendwie sinnvoll zu unterrichten? Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche geht es ganz entspannt weiter. Die Fragen kommen auch noch. Wir reden über Wortklassen bzw. Wortarten. Ich sage Ihnen dann, was für mich der Unterschied ist. Als erstes fangen wir an mit der ultimativen Frage, was sind Wörter? Dann frage ich Sie, ob Wortklassen durch Bedeutungen definierbar sind. Ich werde Ihnen was erzählen davon, dass man Wortklassen definieren kann darüber, wie sich die Wörter, die zu dieser Klasse gehören, morphologisch verhalten, also wie die zum Beispiel sich beugen lassen oder wie die sich in Sätzen verhalten, also in welchen syntaktischen Kontexten die vorkommen. Außerdem beantworte ich Ihnen die Frage, wie viele Wortklassen es gibt, und zwar nicht nur im Deutschen, sondern in allen Sprachen der Welt. Und die Antwort ist 100% richtig. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht mal wissen wollten. Was Sie aber tun sollten, ist komplett
Kapitel 6 zu lesen, aber wenigstens diese 15 Seiten hier. Da haben Sie dann nächstes Mal viel mehr von der Sitzung, genauso wie Sie viel mehr von dieser Sitzung hatten, von dieser Vorlesung, wenn Sie den Abschnitt im Buch gelesen haben. Damit danke ich Ihnen soweit.